So, überrasche uns. Wow, ich bin überrascht. Weiter geht's. Hat nie so funktioniert wie der Beute. Achso, der. Nee, nee. Nein. Hab doch gesagt, nee. Mit dem Gebild. Nee, jetzt nicht annehmen. Alter, was ist denn hier los? Vizekatze. Entschuldigung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Front mit mir, den Karbin. Wir sind immer noch hier auf dem Weg Richtung Wüste. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht. Wie versprochen. Das Päuschen war einen Tag lang. Und dann kommst du zurück und da war ein großes Update gewesen. Es wird nämlich jetzt auch die FPS-Anzeige angezeigt da oben. Ach, und ich muss mein Audio-Interface wieder zurückstellen. Ha, ich habe das alte wieder drinne. Keine Ahnung, das neue hat... Ey, das ist noch nicht mal einen Monat alt und das fängt jetzt schon an rumzuspinnen. Ey, ich habe jetzt eine halbe Stunde daran rumgestellt, ich habe die Schnauze voll gehabt. Das kommt wieder weg. Dann nutze ich lieber das alte. Aber es war ja bloß ein Test. Ist aber nicht so schlimm. Also, naja, denn los, wa? Haben wir genug hier geschnackt. Einmal loslegen und dann zack, bums. Vielleicht kommen wir ja diesmal zwei Meter weiter. Weil ein bisschen Benzin haben wir ja noch. La 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 la. Schubidubidubidu. Hey, du brauchst keine Angst haben. Also noch stehst du nicht auf meine Verhandlungsliste, aber das kann sich von heute auf morgen ändern. Oder von jetzt auf jetzt. Ich weiß es doch nicht. Wenn es soweit ist, können wir drüber diskutieren. Da wird nicht diskutiert, da wird rumgeballert, Junge. So, steig ich mal in. Fahren das eben. Das ist ein. Nee, das ist bloß ein. Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe mir schon wieder eingebildet, dass hinter der Kurve das nächste Lager von den Idioten ist. Ich will nicht schon wieder durchfahren und mich beballern lassen. Ja, wir sind ja letztes Mal ausgewichen, aber davor. Hab ich einen Platten? Guck mal, das sieht aus, als ob der Reifen, schlackert. Schlacker, 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 schlacker. Ja, gut. Schauen wir mal. Ja, so viele darf uns nicht entgegen. Es sei, wir kriegen natürlich Pistolenmunition. Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Weil das nämlich das, was rar ist. Weil das habe ich nicht. Nichts. Mach mal kurz das Licht an. Und das Spiel fängt gerade an zu ruckeln. Haben sie etwa die PS zurückgeschraubt oder was oder wie? Weil das wäre nämlich total uncool. Weil wir waren eigentlich performant gewesen unterwegs. Das soll nicht so. Das wäre uncool, Spiel. Muss ich ja mal sagen. Und wie gefällt mir das gerade nicht? Muss nachher mal nachschauen, was die gemacht haben. Ich habe gedacht, da hat sich nichts geändert. Oh, Alter, schön. Sehr, sehr schön. Nicht so schön. Naja, gut, ich bin ja auch mit einer komplette Innenausstattung los, wa? Warum denn nicht? Da ist ein Haus. Da ist ein Haus vom Nikolaus. Können wir gleich mal gucken, ob da drin was für uns ist. Oh! Also bis jetzt ist es gut. Auf jeden Fall besser als unser super Ding, was wir zu Hause gestellt haben. Ey, ich bin echt so gespannt, wenn wir dann irgendwann mal nach Hause kommen und da zwei Benzin drin haben. Bestimmt interessant. Ja, bleib doch mal jetzt ruhig. Ich will doch bloß mal gehen. Ey, was hier los ist, wa? Hier ist ja alles los. Warte mal, ich springe mal kurz hier hoch und dann kick mir das mal aus der Ferne an. Das sieht erstmal nicht so gefährlich aus. Nicht so gefährlich. Das heißt, also ist es sau gefährlich. Ach so, ich habe ja bloß für die Knifte Munition mit bei. Naja, gut, dann lass uns. Hau ab! Du bist ein Fuchs! Kein Tier! Du verwechselst da was! Du Hannes, du! Du solltest eigentlich Angst vor mir haben. Nicht ich vor dir. Ha!
Wenn ich das jetzt jemand von hinten kann. Ist doch richtig gewesen. Naja, gut. So, überrasche uns. Wow, ich bin überrascht. Na gut, das Beton, wa? Bedung! Kapedung! Aber ich hätte ja eine Munition, das wäre mir lieber. Und ein bisschen Springkunst. Lass ja meine Karre, mein Auto in Ruhe, ja, sonst rastig aus. Da kenne ich nix. Da verschieße ich so ja meine ganze Munition. Hallo? Eine sehr schöne Kiste. Die ist sehr schön, weil sie noch nicht gelootet ist. Nimm ich mit für Munition. Nimm ich mit. Lass ich hier. Ja, hab ich. War mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich hier lassen habe. Das weiß man ja hier nicht so. Gehen wir davon aus, dass er ihre Kisten. So habe ich mir den Looten vorgestellt. Ja, wuhuhu. Achso, und deswegen, wie gesagt, falls irgendwas übersteuern sollte oder so, ich kann zwar noch beim Schnitt ein bisschen kompensieren, aber es könnte passieren. Es könnte passieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hatte einfach keine andere Wahl gehabt. Ich habe die Wahl gehabt. Oh, Stahl, das ist meine Wahl. Und Beton. Nee, ich hatte die Wahl gehabt, entweder ein Mikrof oder ihr habt morgen nichts. Da habe ich mir die was für übersteuern entschieden. Also eventuell, ich glaube nicht, dass es übersteuert. Jedenfalls nicht so, dass das ins Gewicht fällt. Habe ich mir so gedacht. So. Sie. Eine schöne Bonita. Boah, da kann er auch gleich mal hinterschieben. Da kannst du dir schieben, Junge. Kann ich nicht schon hier so? Nein, ich wollte. Ach, Mensch. Dann machen wir es so. Bitte, war klar, dass wir nicht haben, aber das haben wir. Und. Das haben wir noch nicht. Blei haben wir. Knochen haben wir auch. Weiter geht's! Wir haben keine Zeit. Oder keine Zeit und kein Benzin. Eigentlich betet. Alle betet es korrekt. Schöne ruhige Gegend hier. Also bis jetzt. Da ist noch ein Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Das ist ein Dude. Ich frage ihn mal, ob ich den haben darf. Schade, wie gesagt, dass man... Sag mal, kann die Munition da rausholen? Nee, die ist fest verankert. Ich kicke erstmal, was hinterm Horizont ist. Und dann entscheide ich das für Fall zu Fall. Das sind wir. Und dann entscheide ich den Fall jetzt ja schon so. Ich fahr dich um, du Hannes. Das hat nie so funktioniert, wie ich das wollte. Könnten Sie mal kurz da genau davor kommen? So, genau so habe ich es mir vorgestellt. Da haben wir doch mal 12 geschickt. So, aussteigen. Schade. Ich hätte gerne mal die Munition mit rausgenommen und dann irgendwann mal in schönen Panzer rein gemacht und dann so zack, bums und dann mal einen schönen Überfall gemacht. Ach, es sollte nicht sein. Ich sehe aber ganz schön krass, dass ich demnächst, wenn wir nach Hause kommen, sehr, sehr viel Munition herstellen kann, wenn es so weitergeht. Wir haben eine Stahlsichel, das Rezept für eine Stahlsichel. Wir machen uns langsam. Krass. Wir trotzdem mal gucken.
Hey, Moment mal. Ist doch schon wieder eine Kirche. Sollen wir die Kirche im Dorf lassen? Nee, darauf habe ich keine Lust. Ich will ja irgendwann mal weiterkommen. Ich gebe mir mit den Randbezirken zufrieden. Mit der Kirche habe ich nichts am Hut. Die geben aber auch alles, um uns aufzuhalten. Finde ich gut. Wir werden uns so viele Munition herstellen können. Das gefällt mir. Ich muss bloß dran denken, dass wenn ich ein Viertel Tank noch habe, dass wir den Rückweg machen hier so. Weil umso weiter wir uns entfernen, umso weiter wird der Weg nach Hause. Und den will ich nicht zu Fuß machen. Nimm ich mit, lass ich hier. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe nämlich gerade so gedacht. Ich kann sie nur wegwerfen. Nee. Ich habe nämlich gerade gedacht, wie geil wäre das, wenn ich die auch noch zerlegen könnte, wisst ihr? Genau. Ja, zurück. Könnt ihr behalten. Brauche ich nicht. Wir sind besser dran. Besser, ich würde jetzt den Stahl bekommen. Oh, da ist noch einer. Der ist bewaffnet, wa? Ich bin auch bewaffnet. Zwar nicht mit so viel, aber für ihn sollte es reichen. Der Panzer wäre eindeutig eine bessere Wahl gewesen. Hey, der Witzka. Ob ich nochmal zurücklaufe? Wenn sie mir auf den Sack gehen, schon. Hast du noch ein bisschen Munition für mich übrig gelassen? Natürlich nicht. Kleiner Dreck, ja. War ja mal klar. Hier ist eine Stadt. Gut, Stadt ist ein bisschen übertrieben, aber ist schon ein bisschen mehr als gewöhnlich. Hey. Das hast du davon. Das hätte alles nie so enden müssen. Grüne Shius, was hab ich denn jetzt? Blaue Shius, was soll ich denn mit dem Shit? So viel Shit, was ich nie brauche. Mhm. Dann komm mal. Er ist mir reingelaufen. Ich hab damit nichts zu tun. Es war seine freie, eigene Entscheidung. Ein Fisch. Und ein Grillfleisch. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist aber kacke. Das sind ja so viele. Warten Sie mal, den Paket mal weg. Ja, das brauche ich nicht mehr. Ja, es steht ja dran, ungenießbar. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das dann irgendwann mal doch brauche. Und dann kicke ich doof durch die Wäsche. Hallo. Ich bin's, der Karbin. Ich kicke mal kurz durch die Wäsche. Ich ferke sie. Was bilden sie sich ein? Aus der Wäsche. So, Transfer. Ach, diese Transferleistungen bei mir sind aber auch schwierig. Ey, kannst du mal ein bisschen entgegenkommen, Mann? Ich hab keinen Bock, jedes Mal hinzulaufen. Kannst dich ruhig mal ein bisschen anstrengen. Alles bleibt an mir hängen. Ich hab gedacht, wir sind ein Team. Oh, sehr intim. Oh, das kann ich ja immer noch nicht, aber das kann ich rin. Das nicht. Das ja. Das denke ich auch. Warum geht das nicht? Weil es nicht geht. Schönen guten Tag. Ey, jetzt habe ich schon zwei Platz, aber das reicht immer. Ey, ich habe ja nur Benzin. Da
Aber ganze vier Felder mehr. Gut, das muss ich noch ein bisschen aussortieren, das geht so nicht. Den habe ich schon, ne? Den habe ich schon. Ach, das bisschen. Scheiß drauf. Wir nehmen jetzt nur noch den Geil. Da ist ein. Da ist so ein Hi-O-Pi. Meine Munition komme ich da nicht so weit. Na gut, das Holz ist schon geil, weil. Weil es eben halt geil ist. Wenn man es hat. Ich hätte den ganzen Scheiß zu Hause lassen sollen. Eigentlich sollte mir bewusst gewesen sein, aber nein, ich kann ja wieder nichts liegen lassen. Scheiße, die. Da geht ja überfüllt. Geht da ja looten. Mimi. So. Gut, ich könnte ja rein theoretisch. Eigentlich könnte ich alt rausschmeißen. Bis auf den Stahl. Hauptsache, ich behalte die Rezepte. Eigentlich ist das ja nicht so doof, wa? Warten Sie mal ganz kurz, ich muss nochmal was nachschauen. Ich habe nämlich Kleinigkeiten vergessen. Wie schmeißt man denn Sachen aus dem Inventar? Ich weiß, dass es mal ihn. Damit sollte ich nicht versuchen, mal hier Knochen sollte ich mal versuchen. Das war doch C oder Z. Y? E, steht er da? Habe ich da eben gedrückt? Ich habe wahrscheinlich noch eine andere Taste gedrückt. Hier drück. Hab's da bestimmt gedrückt. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, erstmal alles, was Stein ist oder so, hier sowas, das schmeiß ich jetzt weg. Kann ich nicht. Muss ich erst in mein Inventar packen. Einfache Stahl. Stein. Wie gesagt, Stein, das ist. Stein kann jeder. Das sieht doch ganz anders aus. Dann schmeiße ich das darin. Und die Steine so. Dann noch immer so. Und dann habe ich doch ein bisschen mehr Platz. Sieg auch nicht einfach Metalltür und so. Weil unser Ziel ist ja Stahl. Wie ist das jetzt genau das Richtige? Das war, ich schmeiß auch die Knochen weg. Ja. Sowas muss man machen, wenn man die aufräumt. Ich wollte bloß euch zeigen, wie kacke sowas ist. So. Das ist Stahl, das behalte ich. Ein. Beere. War ein Scherz. Oh, nicht alles wegschmeißen, nur sortieren. Dankeschön. Was brauche ich denn nicht, noch nicht? Bin ich mir immer noch nie so ganz sicher. Den Hammer kann ich mir später nochmal neu bauen. Der ist nie so teuer. Die kann ich mir eigentlich hinterpfeifen. Jetzt hoch. Wegschmeißen ist schlimm. Ich weiß, ich brauche nicht so viel. Was total sinnlos ist. Aber kopfmäßig denke ich mir gerade, das ist besser als wegzuschmeißen. Essen schmeißt man nicht weg. Erstmal mitnehmen. Eigentlich wollte ich ja nur Benzin und so mitnehmen, ne? Was ist mit ihm? Hat er eine Pistole oder hat er. Guck mal, da ist noch so ein Affe. Der hat eine Knifte. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber ich kann ja mal versuchen, hier seitlich irgendwie rinzukommen. Vielleicht krieg ich irgendwie. Irgendwie schaffe ich das ja vielleicht, an Munition ranzukommen. Noch so ein Affe?
Wie nennst du denn Affe, du Laffe? Ich hoffe, dass ich, wenn sein muss, auch wegrennen kann. Toll, leere Häuser. Die sind noch ja nicht bezogen. Da bezieht mich drauf, weil ich nichts sehe. Schön ist es schon, ne? Aber noch schöner wäre, wenn die voll wären. Und zwar mit richtig fetten Loot. Ja, Babys, vielleicht auf dem Dach oder so. Hast du eh eine Kiste mit einem Lutscher drauf oder so? Ich habe so das Gefühl. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar ja runter. Alter, die Performance sehen aber auch jetzt gerade. Einmal Performance technischerweise ein Kenner. Ich habe so das Gefühl. Ich krieg gleich ihn aufs Gemühl. Keine Ahnung. Achso, der. Nee. Nein. Ich hab doch gesagt, nein. Jetzt mal gleich hören sollen, Junge. Aber krieg eine Banane. Für den Mordsfight krieg eine Banane. Beton habe ich gesagt, nimm ich mit. Ey, das müsstest du irgendwie auseinandernehmen können. Das wäre cool. Ich sag jetzt nicht, das war alles. Ich wollte gerade sagen, pro Haus eine Kiste. Och nee, was soll denn das? Nimm nur das Stahlfundament mit. Das ist aber ein anderer Dude, der hat eine Axt. Und wenn ich mir überlege, was hier jetzt gerade so geil drin war, ob das bei den anderen Häusern genauso ist. Ich hoffe mal nicht. Erstmal muss ich kicken, dass ich die irgendwo umgehe. Was schon mal gut ist, wie könnt die denn, also das ist bloß eine Vermutung, ne? Muss technischerweise entkommen. Wenn ich das richtig anfange. Du kannst hier durchgucken, Alter, das ist schon geil. Aber wie gesagt, mehr Loot wäre schon noch irgendwie ein Ticken geiler. Krass, dass sie mein Auto in Ruhe lassen. Das ist richtig nett. Von denen. Ich versuche es. Nur wer versucht, kann auch scheitern. Fang mit den Kleinhäusern. Das ist total clever, wa? Wie gesagt, wenn da einer so normaler Dude drin ist, dann kann ich den wegpieken. Mini. Und wer weiß, vielleicht Kriegmunition. Richtig geiler Loot. Eine Melone. Da ist gerade wieder was schlecht geworden. Naja, gut, ich bin kein Kühlschrank, ne? Gleich entsorgen. Leicht riechen sie, ja. Hallo Sie! Mensch! Ich hätte die fast übersehen. Aua. Das tat weh, du Penner. Aber dir mehr als mir. Das ist gut. Das nicht. Macht das eigentlich wegen Munition, ey Leute. Lass mich mal nie so auf dem Trockenen hängen. Aber hier ist schon mal mehr los. Oder ist das jetzt bloß umgedreht? Da ist noch eine Kiste. Eine einfache Metalltür. Naja.
Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann mal Munition finden werde. Irgendwann. Das kann was werden. Naja, wie gesagt, das ist ja bloß erstmal das Grundkonstrukt. Papier können sie ja aufbauen. Hallo, da liegt ein Sack. Mit Müll. Wenn wir hier wieder die Knifte auspacken. Die wird bei denen du zwar nicht viel bringen, aber ich fühle mich besser. Performanter. Hopfen! Na Junge, nee. Und das ist ja ewig haltbar. Also, erstmal. Also heißt das bald Alkohol. Aha. Gegen Panzer, aber Alkohol. Naja, gut. Priorität muss man sich eben halt setzen, ne? Einschaltkasten. Jawohl. So mag ich am liebsten Loot ohne Gegenwehr. Aber bloß ein bisschen. Ich habe gerade die, wie nennt man das? Die Länder hier gesehen und habe mir ein Bild, da steht einer. Fantasie und so. Ihr wisst ja Bescheid. So. Eine große Aufbewahrungsbox nehme ich und Betondecke und nehme ich hoch. Jawohl. Jetzt haben wir bald ein Problem. So, warten Sie mal, denn... Entfernen wir erstmal das da. Ist ja eigentlich ein normaler Schaufel. Nee, das ist eine Schaufel, wo alle Zeug noch drin ist. Die Eier mache ich jetzt weg. Jetzt wird es langsam knapp. Nö. Es geht so lange, wie es geht. Wenn nicht, dann müssen wir im Zeit nochmal zurück. Kann ich nichts machen. Aber diesmal bin ich mir ganz sicher, dass ich dann auch die Platten auslade. Oh, richtige Taste. Ich wollte doch nur ein bisschen looten. Habt euch doch nicht so. Ihr habt doch so viele. Denn geschossen. Der Dicke wart nicht. Du schießt nicht nochmal auf mich. Hast du wenigstens nochmal ein bisschen Munition? Ich habe gerade ein bisschen was verprasst. Schade. Alter Falter. Du. Hast du ein bisschen Munition? Ich hatte gerade einen Fight. War ein Kumpel von dir, aber ich habe ihn weggemacht. Keine Panik. Oh, oh, oh. Jetzt sollte ich langsam Panik kriegen, wa? Er hat eine Knifte. Gut, ich lasse das mal links liegen. Ich versuche mal, das Ziel zu erreichen, indem ich das Ziel aus dem Auge verliere. Genau, das ist die richtige Tick-Tack. Einfach mit dem Arsch an der Wand. Dann gehen wir durch das Dorf durch, weil, wie gesagt, wir sind hier immer noch nicht in der Wüste. Das ist hier alles nur Billo. Kann man leicht abstauben. Hat man ja gesehen. Hendrik. Ja, aber wie gesagt, ich könnte jetzt richtig schön Munition zu Hause herstellen. Aber noch hebe ich nicht auf. Also, Blade Auto. Puff. Ich gebe auf. Schlimm wäre jetzt, wenn da oben auf jetzt auf jeden Fall einer stehen würde. Eine Schnipper. Dann würde ich aber schnippern, das zeige ich euch. Steigen Sie ein, machen Sie mal kurz die Funze an, dass Sie mich sehen. Also ich muss erstmal drin. So, jetzt. Und durch. Augen zu und durch. Ihr könnt mir nichts. Ich hab euch ausgeraubt, ihr Pennase. Oh, oh, die könnt doch was. Ja, ja. Das Schöne ist, ich muss hier nochmal durch. Ab und zu mal eine Kugel ist zu vertragen. Was?
Gut. Aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen gratis Loot am Rand. Die kann man ruhig mitnehmen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt der Kabin zu einem Stachelschwein. Was ist denn hier ein Stachelschwein? Hey, hey, was war denn das eben? Da muss aber einer mal nochmal ran. Das muss ausgebessert werden. Der hat mir ja beinahe den Kaffee auf Dose ausgekippt. Oh nee, oder? Ich sehe da ein Problem. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das umfahren kann. Ich versuche es. Und ich sehe gerade, ich kann das versuchen aufhören. Weil wenn ich da durchfahre, bin ich tot. Aber kann ich wenigstens noch... Nee, kann ich nicht. Der ist schon ganz schön dicht dran. Nee, da ist einer mit einem Düsenjet. Ich habe schon gesehen. Und da ist Starlink. Ich wollte es bloß mal erwähnen. Aber obwohl, hallo? Natürlich kannst du den umfahren. Du musst bloß größere Kreise ziehen. Größere Kreise, sagt er. Das muss aber Mordskreis werden. Ich sehe nämlich gerade hier so. Da zieht sich ganz schön durch hier. Und das wäre nämlich genau das da, wo wir hinwollen. Aber ich kann ja so lang. Ich kann ja da. Vielleicht kann ich das umfahren. Das sieht nicht so schlimm aus. Ich muss bloß kicken, dass ich diese Felsformation seitlich liegen lassen kann. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich da versuche durchzubrechen. Sonst brechen sie mich durch in der Mitte. Das ist aber unschüssig. Ich bin mir nicht so sicher. Wir fahren mal kurz hier durch. Gucken wir mal hier nach. Ich sagte, ich muss ja nur vorsichtig sein. Und dafür bin ich ja bekannt. Ich bin ja die vorsichtige Person. Ich kenne keinen Vorsicht, ja, der ist als Icke. Das war eine Lüge. Sitte. Ein Geier. Ein Vogel. Wer ist denn die denn? Wählen sie dich nicht? Ist mir bewusst. Ja, USA. Ein Adler, Mensch. Junge, nee. Jetzt ist es soweit. Komm ich hier durch? Nee, da ist ja auch sehr, sehr viel Felsen. Entschuldigung. Ja, vier Felsen. Vielleicht komme ich zu Fuß irgendwie durch, aber dann müsste ich die Töff-Töff stehen lassen. Kannst du vergessen. Das fällt aus wegen ist nicht. Ich glaube, ich könnte vielleicht hier. Das sieht aus wie. Wie war das nicht. Ja doch, das könnte funktionieren. Sind Sie mal da. Brauchen wir bloß hier einen Weg durchfräsen. War ein Wolf, wa? Oder Nasenelch, was mit dem Kopf im Stein hängt. Nein, das ist ein Wolf. Das ist eindeutig ein Wolf. Ich hab's an seiner Wolfigkeit erkannt. Lassen wir mal gucken. So, ich bin jetzt da. Dann bin ich ja genau richtig. Ich wollte eigentlich da rüber gehen. Sehr, sehr knorke. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da runterkomme. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gesund ist. Ja, das sieht nicht so gesund aus. Sind immer noch Richtung Wüste? Sieht nicht so wüstig-mäßig aus. Aber es wäre möglich, was? Ich mach mal kurz hier einen Rückgang, Rückwärtsgang drin. Und versuch mal da lang. Das sieht korrekt aus. Die Klippe nämlich noch weit genug von mir entfernt. Ich muss jetzt bloß mal, wie ich schon nach unten finden will. Weil das doofe ist, ich weiß nicht, wenn ich hier runterschmiere, ob mein Töff-Töff dazu sagen tut, obwohl, das geht.
achtet. Hier kommst du runter. Versuch. Versuch es wenigstens. Darf ich nochmal erwähnen, dass das Auto eigentlich ja nicht für so eine Strecke gemacht ist? Gut, also, aber wenn hier hinten Turm mitten auf dem Wasser. Also wenn hier Wölfe gibt, dann gibt es bestimmt hier auch Bären. Ich möchte mich nicht beschweren. Über in den Bären. Denn da. Hoffentlich nicht ein Turm, der auf uns schießt. Bin nämlich nur hier durch. Bin hier nur auf der Durchreise. Das sind die, ne? Oder ist das von denen, was die zurückgelassen haben? Nee, nicht wirklich. Versuche trotzdem, was soll's. No risk, no fun. Auf jeden Fall, dass die da so sich fahren technischerweise nach vorne gebracht haben. Aber ich glaube, ich habe sie jetzt umfahren. Das sieht ganz umfahren aus. Seht ihr? Kein Stress gemacht. Also gleich Raketenwerfer. Und tschüss. Die Straße. Siehst du? Immer um ihn rum. Doch richtig, oder? Jetzt fahre ich doch schon wieder hoch. Aber ich will doch runter. Ich fahre doch jetzt schon wieder zurück. Ich will doch nie durch. Gut. Lass mir bloß eine Strategie einfallen. Falls es schief geht. Eine Strategie wird wohl heißen Fuß. Der Fußbus fährt immer. Habe ich gelernt. Sie sind überladen. Hat sie mir was Neues? Das ist ein Dauerzustand bei mir. Ist mir auch nicht neu mehr. Mal darüber. Das kann darin. Das so, ein, zwei paar Sachen passen ja da noch hin. Idiot. Ja, es ist mir aufgefallen. Ich habe mir ja in der Zeit gerade gewundert, warum passt denn da auf immer so viele Holz drin? Ich weiß warum. So müsste das eigentlich sein. Aber nie gemacht. Warte mal, das schmeiß ich weg. Och. Warte, brauche ich nicht. Jo, gut, ne? Geil, wenn ich das Ding darauf stellen könnte. Und ihr würdet. Quasi, dass du so einen Schrank noch auffüllen kannst. Wie in the... Nee, nicht in the forest, sondern in the fork. Mist. Mist Survival. So war das gewesen. Da konntest du nämlich... Oh. So, wieder habe ich mir da oben dabei eine Basis eingebildet. Das war bloß ein... Basisschild. Wir werden sehen. Werde gleich anfangen zu fliegen? Erstmal wird er anfangen zu looten. Ihn wahnsinnig. Es war die ganze Straße durch.
Robot ist ja ganz geil, aber wäre auch geiler Geilomat, wenn ich ein bisschen Munition bekommen würde. Das wäre doch mal schön. Für mich. Mhm. Gut, dann habe ich mir doch die Hose umsonst feucht gemacht. Wie es aussehen tut, kommt hier keine Dings. Hallo Sie! Lassen Sie sich mal ein bisschen Zeit. Ich muss nämlich erstmal meinen Speer holen. Ein bisschen Munition? Nee, habe ich nicht. Ja, ich kann auch. Sie aber auch. Scheiße. War schneller dran als ich. Das wird aber korrigiert. Dieser Fehler. Es sei, die haben das jetzt repariert. Das wäre natürlich jetzt doof. Rache ist Blutwurst. Und wird trocken serviert. Das ging immer ratzfatz. Ich hab gedacht, ich krieg deinen Speer. Der scheint krasser zu sein als meiner. Vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht hat sie einen Stahlspeer gehabt und ich habe ja bloß einen Eisenspeer. Oh, diese Vorstellung sperre ich mich ein bisschen. Ey, guck mal, da hinten ist ein Stück Wüste und da ist ein Stück, Schnee. Eine Schneewüste, quasi. Krass. Ich habe endlich mein Ziel erreicht. Das, was ich machen wollte. Ich bin hier unten drin. Zwischen zwei Lager. Immer Wüste und immer Schnee. Ich nehme die Wüste. Wüstenrot kennt man doch. Das ist die Frau, wo den geilsten Scheiß gibt. Wahrscheinlich hier nicht. Und da ist die nächste Base, wa? Das sieht nie so gut aus. Oh oh. Eine Klippe. Das Problem ist natürlich, ich muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Ja, dann machen wir uns den Kopf, wenn es soweit ist, wa? Bei jedem Millimeter, den ich mich weiter ins Innere lage, könnte eigentlich da runter, oder? Könnte uns ein Problem bescheren, und zwar den des Benzins. Ah, nee, der passt nicht. Kann ich vielleicht den Stein überreden, da zu verschwinden? Ja, kann ich. Dann tue ich das auch. Ich entferne mal den hässlichen, nutzlosen Stein. Sag mal, kann ich den hoch? Warten Sie mal kurz. Stoff und Kaktus. Saft. Das ist genau das, was ich haben will. Saft von Kaktus. Kennt man doch. Da ist aber viel Öl. Das schauen wir uns mal an, ob wir da durchgucken. Das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Ich glaube schon. Das Augenmaß passt. Hab ich doch gesagt, passt. Perfekt. Bin illegal über die Grenze getreten. Schippe. Jep. Und zack. Und Bums. Und Fallera. Das nehmen wir mit. War genau richtig. Wie gesagt, jetzt wäre cool zu wissen, was bringen würde, wenn wir hier Ölzeug aufbauen. Ob das ein bisschen mehr bringt, wisst ihr? Aber erstmal möchte ich gerne mal hier gucken, wie es aussehen tut, bluttechnischerweise. Nicht schippentechnischerweise. Roter Loot!
Da hatten wir vorher auch. Die blauen Loot hatten wir. Roter Loot, gefährlich. Noch besser. Der Wolf wird mir ja mal für ein paar Sekunden in Ruhe lassen, ne? Wie fällt er noch? Den haben wir ein Problem. Was ist Batman? Sieht aus wie Batman. Wahrscheinlich sind die uns nicht gut gesonnen. Nee, das sind Vögel, ne? Trotzdem mal. Ja, Dingo. War sein Name. Oh, die sehen aber nicht so freundlich aus. Bewaffnet und so. Hätte ich immer ja nicht. Da sind noch ein paar Häuser. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Der hat auch eine Kniften. Die haben bestimmt hier alle Kniften. Die haben ja auch Öl. Die sind voll ölig. Ob es hier überhaupt Häuser gibt, die man so auf der Schnelle looten kann, so pieken technischerweise und dann kriegst du ihn auf den Sack ein bisschen gleich tot. Alter, was haben die denn für eine Ausrüstung? Ich glaube, die haben den Laser und so. Darth Vader. Die schnetzeln uns in Mitte durch. Nehmen unseren Loot, kauen ein bisschen drauf rum und spucken das wieder aus. Genau, so wird es sein. Ist kein Loot, aber wir können ja trotzdem erstmal hier durchfahren. Was jetzt ganz wichtig ist für mich. Ich bin ja jetzt hier. Wenn ich jetzt die Straßen hier so lang komme, müsste ich doch hier durchkommen. Und dadurch will er bei uns da lang. Ich versuche diese Tour durchzuziehen. So weit wie geht. Solange der Benzin sagen tut, ja, es geht. Lithium und Holz. Ein Rezept für eine Knifte wäre mal nett. Will ja nicht viel, aber ich will alles. Jetzt muss ich da auch noch durch. Will da nicht durch. Noch nicht doof. Alles gut. Kann ich da hinten ran? Versuchen wir von der anderen Seite ranzufahren. Da ist eine Mietkleckatze. Schnell, 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 schnell. Das ist schwierig. Obwohl, warten Sie mal kurz, dann leg das zurück und Weizen kannst du auch haben. So, Leute, das war's. Mehr ist nie drin. Hättest du gedacht? Aber gut, ich hätte mehr looten können, hätte ich. Oh, das ist auch ein Loot, mit dem will ich mir jetzt nicht annähen. Alter, was ist denn hier los? Mietzekatze! Entschuldigung! Bin tollpatsch! Nächste Berg. Gut, das. Es ähnelt sich. Aber das war uns klar. Oh, eine Oase. Da ist der Water. Ist doch Wasser, oder? So sollte Wasser aussehen. Oder schlechte Texturen. Oh, hier brauchst du eine richtige Rüstung. Ich hab nichts gesehen. Was ich nicht gesehen habe, existiert auch nicht. Ja, gut, war. Jetzt auch noch was. Knietet? Kann ich da rein? Ohne sofort zu sterben?
doch gerade, genau. Es regnet. Eine Wüste. Ich hoffe, es wird keiner schießen. Wie gesagt, ich muss nur schneller sein als er. So. Das. Gut. Entscheidung. Entscheidungen müssen her. Ich kann nicht. Ich lasse das hier. Dann mick das mit. Alter, ich muss hier zurückkommen. Ich hab doch gesagt, das lohnt sich, wenn wir hierher kommen. Jetzt lasse ich hoch hier. Der gute Wolframboden. Man kennt das. So was schmeißt man nicht weg. Gut, also. Es heißt, wir müssen kicken, dass wir jetzt an die Küste zurückfahren. Aber nicht heute. Haha, ich hab euch schon hingelegt. Wir werden hier morgen weiterfahren. Wenn es euch gefallen hat. Ey, wir sind schon an der Küste. Da, darf ich vorstellen? Küste. Küste, Girl. Das sieht aber nicht so aus wie die Küste. Ja, doch, ist aber Küste. Müsste ich hier rum? Denn hier durch irgendwie? Und dann hier die Strecke zurück. Das sollte nicht so schwer sein. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.